vor dem Essen und Trinken sagen wir Bismillah. Nach dem Essen und nach dem Trinken sagen wir Alhamdulillah. Das ist vor dem Essen, vor dem Trinken Bismillah. Nach dem, nur Bismillah bitte, nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vor dem Essen, vor dem Trinken, nur Bismillah, nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nach dem Essen, nach dem Trinken sagen wir Alhamdulillah. Wenn man das macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Diener zufrieden sein. Was hat das für eine Wirkung, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener zufrieden ist und wenn Allah subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen an seinem Diener hat? Das wird Allah subhanahu wa ta'ala wird diesen Diener bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Gabe für diese Person bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala wird diesen Diener unterstützen und helfen. Allah subhanahu wa ta'ala wird von ihm annehmen.